Johann Alfons Renatus Helfferich, Nationalökonom, 1861 bis 1869, Theaterstraße 7. Johann Alfons Renatus Helfferich wurde am 5.11.1870 in Neuchâtel, Schweiz, geboren und verstarb am 8.6.1892 in München. Er studierte Nationalökonomie in Erlangen und München. 1843 wurde er Privatdozent, 1844 außerordentlicher und 1847 ordentlicher Professor, erst in Freiburg und 1849 in Tübingen. 1860 wurde er ordentlicher Professor in Göttingen für Nationalökonomie als Nachfolger Georg Hansens, den Helfferich jedoch nur bis zu dessen Rückkehr 1869 vertrat. Helfferich ging nach München, wo er zusammen mit Georg Meyer 1870 die zweite Auflage der staatswissenschaftlichen Untersuchungen Friedrich Hermanns aus dem Nachlass herausgab. Seine erste Arbeit von den periodischen Schwankungen im Wert der edlen Metalle von der Entdeckung Amerikas bis zum Jahre 1830 machten ihn als bedeutenden Volkswirt bekannt. Helfferich wohnte vom Wintersemester 1860-61 bis Herbst 1861 im Haus des Weißbinders Freise, Gronerstraße 15, und vom Herbst 1861 bis 1869 bei dem Weinhändler Ulrich, Jüdenstraße 25, der heutigen Theaterstraße 7. Die Gedenktafel wurde 1901 angebracht.